Scheiße. Mal sehen. Heimlich schuf er eine gläserne Statue. Er ließ sie nach Antigua schaffen, doch beim Entladen zerbrach sie. Dann sollte ich mich mal im Hafen von Antigua umsehen. Gute Idee. Herzlich willkommen zurück zu Das Schwert aus Glas. Ah, ich dachte, ein Glas einfach nur. Zu Risen 3. Und wir sind hier auf Kila, plündern ein paar Truhen. Oh, Flinte, Fusel, 8 Gold. Was ist das für ein Scheiß, Hammerart? Da mobs ich mir doch mal mehr hier. Ich wollte eigentlich nur Patty suchen, aber ich finde, die Insel hat einen Charme gerade mal. Das Piratennest, was hier neu aufgebaut wird. Ich glaube, wir bleiben erstmal ein bisschen hier, bevor wir nach Alvarez gehen. Auch aufgrund meiner Besorgnis wegen, was habe ich letzte Folge gesagt, dass wir vielleicht ein paar Quests nicht bekommen, wenn wir jetzt einfach uns einer Fraktion anschließen, ohne die anderen abgecheckt zu haben. Wisst ihr, wie ich das meine? War ja bei Gothic 1 so, dass dann das durch dieses Stufenlimit von Level 5 sehr gut gelöst hat, dass man auch bei den anderen Quests machen musste. Aber hier, weiß ich nicht, ob es da ist. Nicht, dass wir zu Alvarez gehen und wir dann direkt angenommen werden, es dann aber irgendwie sofort klappt. Und der Typ, beobachtet er uns eigentlich? Weiß ich nicht. Der checkt ja gar nichts. Egal, ich kann hier alles knacken, was ich möchte. Ja, und wir dann irgendwie mit weniger Erfahrungspunkte dastehen, als wir hätten bekommen können. Wisst ihr? Naja, gut. So, wer ist denn das hier? Quinn. Ah, sieh mal an, was die Flut angespült hat. Noch so ein Vogel. Ich hoffe, du hast Gold in den Taschen. Interesse an einem Geschäft? Von welcher Art Geschäft reden wir denn? Von welcher Art Geschäft reden wir? Ah, ich sehe schon, du ergreifst Gelegenheiten, wenn sie sich dir bieten. Pass auf. Ich bin auf der Suche nach jemandem, der mir etwas besorgen kann. Lass mich raten. Dieser jemand bin ich. Na, du scheinst ja viel herumzukommen. Und die Aufgabe ist ein Klacks für jemanden wie dich. Du sollst lediglich auf Antigua meinen Bruder Flynn aufsuchen und ihn an mein Erbe erinnern. An dein Erbe erinnern? Warum hast du deinen Bruder nicht an das Erbe erinnert? Ich bin nie dazu gekommen. Ist schließlich eine weite Reise. Angst vor langen Reisen? Red keinen Scheiß. Ich hab keine Angst. Ich brauch keine Angst haben. Es gibt bestimmt das eine oder andere, was du noch von mir lernen kannst. Oh. Und was machst du sonst so außer krummen Geschäften? Machst du außer krummen Geschäften noch etwas anderes? Ich vertreib mir die Zeit beim Messerwerfen. Das schreckt die Ratten ab. So, so. Ich trainiere immer spät abends bis kurz nach Mitternacht. Wenn du Lust auf ein Spiel hast, gib Bescheid. Ich werfe immer gern um ein paar Münzen. Oh, müssen wir auch nochmal machen. Kannst du mir irgendwas beibringen? Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Kann er mir vielleicht das mit den Affen beibringen? Mit Dolchen hast du doppelte Dingens, Dolche lernen, nee, will ich gar nicht. Kritische Treffer sind natürlich schon ganz cool, aber ich weiß nicht, ob ich genug List habe. Treffen besonderer Schmerz auf der Stirn eines Gegners, deine Chance auf kritische Treffer mit Fernkampfwaffen und schmutzigen Tricks steigert sich um 10 pro Stufe. Können wir, glaube ich, einmal machen, oder? So gut bin ich auch nicht. Ach, sind wir gar nicht. Fernkampf 15, ach so. Fernkampf. Aber schmutzige Tricks, das gehört doch dazu. Nee. Schmutzige Tricks ist gar nicht Fernkampf. Toll. Na egal. Wir können übrigens wieder was steigern. Oh, wir haben schon total viel angesammelt. Oh, ich glaube mal wieder was auf Härte machen. Nahkampf brauche ich jetzt gar nicht so viel Einfluss. Schon gerne. 65 Silberzunge, geil. Und ich glaube... komm, List aber ein bisschen. Rest können wir erstmal so lassen, ja. Ich weiß nicht genau, wo ich jetzt hingehe mit den Punkten, deswegen will ich nicht alle drauf, also direkt benutzen, wisst ihr? Ich werde dich besser nicht aus den Augen lassen. Ich dich auch nicht. Denk mal dran. Ich sehe sofort, Verzeiht wenn du was klaust. Aber seid ihr neu hier? Ihr? Yeah. Oh, sagt mir erst, wer ihr seid. Nein, ich bin vor kurzem an Land gegangen. Ruinis imminentibus musculi immigrant. Was zum... Nur eine kleine Übung in der Sprache der Gelehrten. Hast du einen Sprachfehler? Nun, ich könnte die Frage erwidern, aber ich will mich erklären. Einst diente ich auf einer Galeere der Inquisition. Ein kleiner Fauxpas erzürnte jedoch meinen Kapitän und... Nun ja, nun stehe ich hier immer bereit, eine helfende Hand denen zu reichen, die sie benötigen.
Oh, du bist ja zu nett. Dem traue ich nicht. Woran arbeitest du zurzeit? Ich denke, meine Expertise in Bezug auf die örtliche Fauna würde jemand von eurem Schlagen nur langweilen. Aber derzeit sitze ich über einem Manuskript, welches sich speziell mit der hier auftretenden Camellia sinensis befasst. Leider ist mir das letzte Exemplar dieser Pflanze durch die doch widrigen Bedingungen eingegangen. Och, du Heilige. Kann ich dir helfen? Brauchst du Hilfe bei der Beschaffung dieser Pflanze? Exakt. Und dank eures Scharfsinns seid ihr geradezu prädestiniert für diese Aufgabe. Sie wächst an sehr hoch gelegenen Orten und ist für Menschenhand nicht erreichbar. Aber eine Lösung habe ich bereits in der Hinterhand. Oh, prädestiniert. Zum Glück war ich auf dem Gymnasium, aber das ist trotzdem total schwer. Also von der Realschule aufs Gymnasium, diese 3 Jahre, die... Sonst würde ich das hier nicht kapieren. Vielleicht ansatzweise, weiß ich nicht. Ja, dann lass mal hören. Habe ich also euer Interesse geweckt? Sehr schön. Ein aufmerksamer Zuhörer ist mir stets ein willkommener Gast. Ja, ja, komm einfach zur Sache. Ich habe hier eine Puppe der Eingeborenen. Mit ihr ist es dem Anwender möglich, sich in einen Papageien zu verwandeln. Aufgrund der Flugfertigkeit dieses Geschöpfes sollten auch größere Höhen kein Problem mehr darstellen. Würdet ihr die Versuchsperson spielen und mir mit Hilfe der Puppe die Pflanze beschaffen? Wie bist du denn da reingekommen? Wie bist du an die Voodoo-Puppe gekommen? Nun, auf einer meiner Erkundungstouren entdeckte mich einer der Eingeborenen. Um meine gute Absicht zu offenbaren, teilte ich mit ihm meinen Proviant. Er gab mir im Gegenzug die Puppe. Aha. Leider ist meine höfliche Art und Weise den anderen Piraten hier weit weniger geläufig. Da wundert es auch nicht, dass das neu aufgebaute Vertrauen bald dahin war. Toll, okay. Okay, gib her die Puppe, ich besorg dir die Pflanze. Gib her die Puppe, ich besorg dir die Pflanze. Vortrefflich. Hier, nehmt. Ich empfehle euch, die Felsplateaus südlich von hier nach der Pflanze abzusuchen. Alles klar. Und kannst du mir irgendwie das genauer sagen? Psittacus calidus. Gibt's eine genauere Beschreibung, wo ich die Pflanze finden kann? Nun, etwas einfacher ausgedrückt, geht ihr wie folgt vor. Folgt dem Pfad, der hier in den Dschungel führt, und haltet euch dann, soweit es geht, süd-südwestlich. Sobald ihr dann den Talkessel der Eingeborenen erreicht habt, seht ihr mehrere Felsplateaus. Achtet auf die linke Felswand, dort müsste sich ein Bauwerk der Eingeborenen befinden. Um zu diesem Bauwerk zu gelangen, ist die Puppe vonnöten. Geht jedoch mit Bedacht vor. Über eine weitere Puppe verfüg ich nicht. Ich hab noch genug, keine Sorge. Beibringen irgendwas? Kannst du mir etwas beibringen? Ob ich dich etwas lehren kann? Da bin ich mir fast sicher. Fast sicher? Oh, Silberzunge steigern? Ja, geil. Krämer lernen? Niemand kann dich übers Ohr hauen. Dir wird es sogar gelingen, einem Kaufmann seine eigenen Waren zu verkaufen. Händler gewähren dir einen Rabatt von 5 plus Stufe. Ob das irgendwie etwas bringt, weiß ich nicht genau. Vielleicht später mal. Komm. Zeig mir, wie ich beim Handeln mehr rausschlagen kann. Gerne doch! Das war schon geil. Danke. Silberzunge steigern? 1000 Gold ist mir ein bisschen zu teuer. Warte ich lieber noch ein bisschen. Ich habe noch ein paar Fragen. Nur zu. Was mit Hawkins los ist? Irgendeine Idee, was mit Hawkins los ist? Nun, als Schiffsarzt bin ich stets besorgt um die Gesundheit der Mannschaft. Die Symptome, die bei Hawkins auftreten, entsprechen nicht denen einer gewöhnlichen Tropenkrankheit. Mein vorläufiger Befund würde eher in Richtung einer Identitätsstörung deuten. Und das heißt? Einfach ausgedrückt, er ist nicht er selbst. Okay, das habe ich verstanden. Okay. Und ja, ich glaube, den Rest, der ist eigentlich egal. Okay, cool, dann haben wir jetzt mal ein paar Informationen bekommen und mal mit einem netten Typen geredet. Nicht solchen Arschlöchern wie sonst immer. Okay, mit Hawkins sollte ich mal doch reden. Oh ja, die Eingeborenen werden uns überrennen und erschlagen wie wildes Vieh. Ihre Krieger sind stark. Und ihre Speere tödlich. Ihre Späher wissen um unsere Schwächen. Oh ja. Hier,
Was willst du von mir? Du bist einer von ihnen. Dein falscher Blick verrät es mir. Sie haben dich geschickt, um mich zum Schweigen zu bringen. Ja, was ist denn los? Komm, bleib mal locker. Mich hat niemand geschickt. Komm zu Verstand. Mich täuschst du nicht. Ich sehe es dir an. Du bist besessen. Aber ich habe dich durchschaut. Dein Plan, Unfrieden zu stiften, wird scheitern. Ebenso wie Douglas gescheitert ist. Wer hat dir denn in die Suppe gespuckt? Geh mir aus den Augen. Du hast dir im Lager nichts verloren. Alter. Was? Der ist ja mega heftig drauf. Ich glaube, ich gehe erstmal hier von der anderen Seite her. Nie wieder. Kann es sein, dass du Selbstgespräche führst? Kann es sein, dass du Selbstgespräche führst? Bist du blind? Du hast meinen Kameraden doch deutlich vor mir gesehen. Vor dir stand aber kein Schwein. Hör mal, Junge. Mach dich nicht über Hank lustig. Er kann auch ganz anders. Hank, der sprechende Totenschädel. Kriegst du auch einen normalen Satz auf die Reihe? Normal? Was ist heute schon normal? Die Ungewissheit ist das einzig Normale an diesem Ort. Der große Schatten kommt uns holen. Ich habe ihn im Dschungel flüstern hören. Wenn du auch den Weg der Stimmen gehen willst, werde ich dich führen. Oh ja. Aber erstmal Douglas. Du hast den Namen Douglas fallen lassen. Was weißt du über ihn? Ich weiß, dass ihm Schreckliches widerfahren ist. Der Verrat und die Lügen haben sich seiner bemächtigt. Geht's auch weniger kompliziert? Ha! An dich verschwende ich keine weiteren Worte über ihn. Du bist zu blind, um das Offensichtliche zu sehen. Oh ja, bin ich immer. Junge, komm mal bald wieder. Was für Quests hier auftauchen, mega geil. Aber vielleicht kann er uns mal zeigen, was er meint. Wenn er uns mal irgendwo hinführt, wissen wir vielleicht mehr. Denn Glaber bei ihm bringt anscheinend gar nichts. Zeig mir, wo du deine Stimmen gehört hast. Ah, du willst erleuchtet werden. Vielleicht wirst du dann endlich sehen, was ich sehe. Bleib mir auf den Fersen. Ich bleib dir auf den Fersen. Folge Hawkins den Strand entlang. Ah, oh, wo will er denn jetzt hin? Er ist ja ein richtiger Depp eigentlich. Hier lauf nach das Boost und dort hinten ist Buddy. Oh, mein Buddy. Hier sind ja noch mehr. Hier sind ja... Oh, wie viele Piraten sind denn hier? Heavy. Worauf achtest du? Ich bin gerade irgendwie verblüfft, dass hier so viele Leute sind. Hätte ich gar nicht gedacht. Wow. Heftig. Ich dachte, es wäre nur diese... Hier habe ich die Stimme zum ersten Mal gehört. Ein leises Flüstern war es. Aber dennoch nicht zu überhören. Ich höre gar nichts. Ich will ihn nicht anlügen. Ich höre nichts. Du willst nur nicht hören? Das ist ein Unterschied. Ach ja. Was genau hörst du denn gerade? Naja, also wenn ich genau hinhöre, dann... Ach, bring mich nicht aus der Fassung. Jetzt lass uns weiter. Folge mir. Der ist ja komplett behindert. Okay, lassen wir uns erstmal nicht von deiner Verwirrtheit täuschen. Vielleicht ist noch ein bisschen Verstand in seinem komischen Schädel drin. Hier war es. Hier war was? Ein Geräusch, ein Knurren, nein. Ich weiß nicht mehr so genau. Dein Bauch. Das steht hier sogar. Das war nur dein Magen, sonst nichts. Nein, ganz bestimmt nicht. Aber ich habe wirklich schon lange nichts mehr gegessen. Dann ist was. Du siehst aus, als könntest du ein ganzes Schwein verdrücken. Gut, dann genehmige ich mir einen Bissen. So, lass uns weitergehen. Woher hat er das Teil denn hergezaubert, ey? Mir nach. Krass. Oh, Dschungelspinnen. Die sehen natürlich... Oh, krass aus. Altes. Na komm, greif mich nochmal an. Und jawohl. Nein. Oh, ich muss ihn die ganze Zeit blocken. Die greifen ja ziemlich schnell an hier. Und was sehe ich hier? Geht doch. Die Musik fehlt. Oh, was denn mit der Musik? Die Musik fand ich so toll. Oh, scheiße. Jetzt... Ich setze diese Teleportsteine nur wegen der Musik. Na, egal.
Ich weiß auch nicht, worauf ich warte. Hier geht's in eine Höhle rein? Wo will er denn hin? Und hier ist mir ein geisterhaftes Wesen erschienen. Es sah fürchterlich aus. Ich konnte es nicht genau erkennen. Es hatte mehrere Beine und mehr als ein Augenpaar. Und es sprach mich direkt beim Namen an. Und das war eine Spinne. Das, was du gesehen hast, war bestimmt kein Geist. Also reiß dich endlich zusammen. Aber, oh verdammt, mein Kopf schmerzt so. Was ist nur los mit mir? Trink einen Schluck Rum. Das hilft immer. Na gut, wenn du meinst. Therapie. Oh, das belebt den Geist. Als wenn sich ein Schleier lüftet. Hab das Gefühl, als müsste ich mich bei dir bedanken. Schon okay. Geh zurück zum Lager. Danke dir, Mann. Geil. Das war es einfach schon. Er brauchte einfach nur was zu essen und einen Schluck Rum. Mega geil, der Rum hilft immer. Der klare Schädel ist hier sicher doch was wert. Haben wir schon Silberzunge 70? Moment. Einfluss. Ah, verdammt, nicht ganz. Jetzt aber. Oder? Nee. Oh, verdammt, jetzt kommen hier schon direkt die Feldspinnen an. Ich würde sagen, ich beende hier schon mal die Folge. Ich bin der Ameisenkönig, wir spielen. Ah, Risen. Oh nein, fuck. Wollte ich gar nicht. Ist sie tot? Er hat uns verziehen. Oh Gott. Ah. Ich dachte gerade schon, das wäre alles vorbei. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielleicht nochmal bei Hawkins, vielleicht nochmal bei den anderen Piraten. Interessiert mich, dass hier die dann doch so ein großes Ding hier aufgebaut haben. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Gefällt mir unter dem Video geben würdet oder auf das Video, wie auch immer. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.